So, hallo. Da bin ich schon wieder zurück. Ich wollte, warum auch immer, gerade meinen Controller in die Hand nehmen. Aber nein, wir spielen ja ein MMO. Das ist, Ja, ja. Destiny's Gift sind 10 Vollpreis-Expansions mit 10 Stunden Content, es sei denn, du findest 5 andere Idioten, die den Müll auch kaufen. Oh no. Ja, Destiny 2 ist teuer, das stimmt. Maybe you should have a good chat with Mr. Faber when you find him. Das haben wir abgeliefert. So, und jetzt, was machen wir hier? Mit Orin reden. Der da vorhin so komisch geguckt hat schon. Der führt bestimmt nichts in Schilde oder so. Nee. Weiß nicht mehr, wie das geht. Das Pokémon Community Game. Also unterm Stream in den Panels hast du... Bei mir hat ein extra Panel mit dem Pokémon Community Game. Und da kannst du dir... Also in deinem Beutel kannst du nachschauen, welche Bälle du hast. Und wenn du Ausrufezeichen Pokécatch machst, dann wirfst du halt einen normalen Ball. Also einen ganz normalen Ball. Mit Superball hat einen Superball, Hyperball etc. Aber du kannst halt nachgucken, welche Bälle du halt hast, mit welchen du werfen kannst. Und ansonsten musst du dir halt im Shop halt neue Bälle holen, wenn du da noch keine hast. It seems that I am not a trustworthy person in my master's mind. Tja. Da hinten. Wir haben mal noch die Bücher durchwühlen. Just some rare books on magic here. Hold on. This seems to be the blueprint for Nidhogg's Wrath. Check out how to start up the core unit. Let me take a look. Huh, that's strange. The core component is described in detail. The N384 core component serves to lock down all attack modules of the weapon, such that Nidhogg's Wrath cannot be launched. How is it even possible? Let me see. It's true. Your Highness, may I have a look? Perhaps my master has his own plans for the design? Orin, please take a look at it. Why did Sir Faber design it this way? As expected of my master, the design is exquisite. I need to take a closer look. Nidhogg's Wrath is of great importance. Why don't we report the situation to his majesty before we decide? Guck mal, wie er sich jetzt wegschleicht. Aha. Where is Orin? He has the blueprint. Ja, Dave, ne? Geh mal lieber ins Bett langsam. Schlaf gut. Dann träumen wir Schönes. Und hallo, Lifur. Und wie kann man nochmal Pokémon in den Pokédex einscannen, indem du sie fängst? Oder was meinst du mit einscannen? Wenn du gucken willst, ob du schon ein Pokémon von der Art hast, dann musst du, glaube ich, Pokécheck eingeben. Und ansonsten, um sie im Pokédex zu registrieren, musst du sie fangen. Natürlich macht er sich unsichtbar. Natürlich. Das war doch so klar.
Irgendwie ging das auch, wenn man sie nicht fängt. Boah, das weiß ich nicht. Gib mal Pokehelp ein. Da müsste es ja dann drinnen stehen. Aber eigentlich muss man sie fangen. You take care to protect the princess. Don't look down on me. I'm the knight. There is no end to it. We have to get rid of the mages who maintain the space portal as soon as possible. So. Die da unten. Ist das der neue King am MMORPG hier? Weiß ich nicht. Ich wollte es mir heute mal anschauen. Es hat ja heute seinen Release. Ist bisher ganz solide. Es ist nicht meins. So, ich finde, das Kämpfen fühlt sich irgendwie so sinnlos an. Ich weiß auch nicht. Ein Geist! Hallo? Oh nein, schon wieder. Oh! Oh, er hat es rausteleportiert. Okay. Big Hero, it's your turn now. Ich frage mich, ob ich hier eins finde. Das mir so Spaß macht wie WoW damals, aber schätze nur, wenn ich mit anderen mal spiele. Aber ich finde, MMOs kann man auch super gut auch alleine spielen. Viele sagen ja wohl anscheinend, dass das hier doch sehr an WoW erinnert. Also vielleicht gefällt dir das ja hier, Lifo. Aber deswegen ja, ne? Es gibt so viele MMOs und so. Das ist halt. Ich glaube, da findet jeder irgendwie so seins. Just an illusion from the memory crystal. Let's catch up. Oh, da sieht man hier so den Geister und so. Sir Faber. So, einmal den Spuren hier folgen. Your Majesty, the darkness is coming, and you might want to consider my proposal. Build an ultimate defensive weapon against... Sir Faber, is Orin's idea feasible? Your Majesty, lately Orin has been conducting a lot of experiments without sleep, and has succeeded in proving his point. We can use the power of flame to resist the forces of darkness. Based on his theory, I've found that if we could harness power from a purer form of pyro element, we could, theoretically, eliminate the darkness. The stakes are high, Sir Faber. I will need you to draft a detailed proposal. If it's viable, I'll persuade the council to pass it. Remember, it was just after Brother ascended the throne, which the Senate strongly opposed.
yet he managed to quiet them down, so the... Okay, wie es einfach random abbricht. Nebenbei. Okay, Tala, viel Spaß im Lurk. Ich mag halt eher PvE-Content. Aber das haben ja die meisten MMOs. Das hier ist ja bisher auch nur PvE gewesen. Mit anderen zusammen, die ich kenne, statt Randoms. Also ich habe bisher hier alles alleine gespielt. Ich musste bisher noch gar nicht mit Randoms quasi kämpfen. Was ist denn da? Blitzcrank? Your plan is perfect, Master Orin. The Sovereign will soon descend. Do not be complacent. There are very few records of summoning spells, and it is not known whether these rituals can succeed. The only thing that can be ascertained is that the Sovereign can sense the power of the pyro element. You misled that crazy old man Faber. And now he's almost finished building the summoner for you. My master is already putting the finishing touches on it. We shall see the results in a few days. You can report back for now. Don't contact me in the next few days. I'll let you know if I hear anything. Yes, Master Orin. I'm looking forward to your good news. You may go now. Be careful when you leave. Summon the Sovereign. In the dim cavern, the Spider also mentioned this Sovereign. I think that's what the Doomsday Apostle is after. Moon. This may sound cool, but Moon should be safe as long as they plan to use it against the Ancast tribe. Ich finde halt Solo in MMOs auch doof. Wie viel die Zeit, wo du wirklich mit anderen spielen musstest. Ja, das weiß ich halt nicht, wie sich das hier noch in dem hier ergibt. Das weiß ich nicht. Aber mich nerven zum Beispiel andere Spieler in MMOs meistens immer. Ich will mal alles alleine machen. Und anonym, was ist denn? Monster Hunter Frontier. Was ist das denn? So. Wenn ich mich jetzt einlogge, ist allgemein Chat in WoW tot. Und damals war da immer Party. Das war toll. Ich kann da nicht mitsprechen. Ich weiß nicht, ich halte immer nicht viel von anderen Menschen. Ich finde die immer nervig. At last, Nidhogg's modification is completed. I'm recording important information into this memory sphere. If you see it, it means that you, like me, are the chosen messenger of destiny. The stone, by which I mean the eternal inscribed stone, got me into a lot of trouble. I don't know if you are the same. That was why I built a huge magical barrier around Silver Lit. To block the stone from the outside world. I didn't want this so-called talent. All I did was drift with the current of destiny. In any case, I hope that you, as a stranger, can shed your doubts, clear up your fog of confusion, and return to your true self. Go and find the answer that I have been seeking all my life. I will hide my inscribed stone in the statue of the Princess of Eternal Slumber in the central square. Use the badge of the eldest daughter of the Capulets to make it visible. Take it and come here. Put it on the core unit of Nidhogg's Wrath, and you will be able to destroy the Sovereign that Orin spoke of.
At last, I found the little secret hidden in the inscribed stone. It can enhance the power endowed by the inscribed stone. Take it as my thank you gift. In conclusion, it was a pleasure to meet you, stranger friend. Monster Hunter Frontiers ist ein Asien-exklusives Monster Hunter MMO. Oh, deswegen habe ich davon wahrscheinlich auch noch nicht gehört gehabt, wenn es Asien-exklusiv ist. Von 2007 bis 2019 lief und von der Community wiederbelebt wurde. Oh, okay. Und in den relevanten Teilen übersetzt. Oh, okay, ja, cool. Das ist nice. Was? Also, bisher habe ich keine Probleme. Im LR fällt alles um bisher. Soll wohl auch später ein Item geben, das einen bedeutend stärker macht, um dagegen zu steuern. Das ist gegen Ende, wo recht knackig wird. Oh, das war keine Nachricht an mich, glaube ich, oder? Aber wenn, dann habe ich den Inhalt nicht verstanden und worum es geht. Stimmt, Johnny, hast du das rausgefunden, was du gesucht hattest mit dem irgendwie mit dem Registrieren, ohne zu fangen? Oh, Streamer so, ich finde andere Menschen nervig. Er ist halt auch so. Eigentlich hasse ich euch alle. Seid alle Kacke hier. Nein. Ja, echte Menschen im Real Life sind halt schon echt nervig. Oder Leute, die MMOs spielen, die sind auch immer nervig. Dazu zähle ich mich auch. Nein, MMOs mit anderen Leuten. Ich weiß nicht, sonst wäre es kein MMO, sonst wäre es ein Singleplayer. Aber bei manchen MMOs wünschte ich mir, es wäre ein Singleplayer. Aber da gehen dann einfach die anderen auf den Sack. Sir Faber seemed to have foreseen this. Ja, mit Pokecheck kann man das Pokémon in Pokédex nehmen, auch wenn man es nicht fängt. Ah, okay. Also war es dann im Endeffekt doch Pokecheck. Okay, gut. Wusste doch, ich bin nervig. Wir sind alle nervig auf unsere Art und Weise. Okay. Let's teleport to the outskirts camp. Ich glaube, jeder von uns hat so seine nervige Art und Weise irgendwie an sich. Und wenn's mich zum Beispiel nicht nervt, dann wird's irgendjemand anderen nerven oder so, ne? Also. Okay, kleiner Monster Hunter Crashkurs für Ellie. Oh Gott. Jetzt fängt's an. Jedes Monster Hunter hat drei Ränge, wo die Monster zunehmend schwerer werden. Erst spielst du den LR durch, Low Rank, und dann den HR High Rank, okay. Und dann den Rang, der in den alten Games GR hieß, G-Ranked, weil G im Japanischen so ein Wortzusatz ist, wie bei uns Ultimate. Ah, okay. Und seit World wurde es angepasst als MR Master Ranked. Ah, okay. Und ja, das war ein Lifo-Gerichtet. Ah, okay, gut. Gut, ich dachte so, hä? Um was geht's da, hä? Okay. Was? Nein, ich nerv doch keinen. Soll ich Dave nochmal fragen? Anonym? Hab schon überlegt, ob ich Guild Wars 2 anfangen soll, weil ihr das spielt. Aber wenn die Serversache jetzt ist und dann teils aufgehört wird,
Mann, nee, halt, stopp. Also PvE kannst du immer noch zusammenspielen. Das mit den Servern, dass die quasi jetzt weg sind und dieses Allianz-System kam, was es jetzt gibt quasi, das ist nur von Bedeutung, wenn du ins WVW gehst, also Welt gegen Welt. Das heißt, es ist ein großes PvP quasi. So ein Open-World-PvP halt. Ah, nur da ist das wichtig. Wenn du normal PvE-Content machst und du gehst der Story hinterher und alles und levelst deinen Charakter und erkundest die Welt und sowas, da ist das mit den Servern egal. Du kannst mit jedem zusammenspielen. Ja, ihr seid ja alle so auf PvP. Du, ich spiele auch mit dir PvE, Lifu. Ich habe damit kein Problem. Ich spiele sogar lieber PvE als PvP. Beziehungsweise WVW. Es gibt PvP und es gibt WVW in Guild Wars, deswegen. PvP ist nicht gleich WVW. Gibt es da nochmal Unterschiede? Die Story ist mir egal in der MMOs. Weißt du was? Die Story in Guild Wars ist super. Außerdem levelt man da am schnellsten. Also wenn du PvE machen willst, da wäre ich dabei, ne? Gibt in MMO-Story, ja, in Guild Wars sogar eine recht gute. As a member of the Capulet family, I must protect the people amid this crisis. So, Quest angenommen. Also lade ich es mal runter, wenn du möchtest. Ich weiß halt, dass Dave zum Beispiel, der mag halt kein PvE. Oh. You hold on. I'm going Aber to wenn... Someone. Also ich habe jetzt nichts gegen PvE. Ich würde es mitmachen. Wie schieße ich? Ah, so, okay. Junge, ich treffe nicht. So, jetzt haben wir es. Wait, I'll go with you. Oh nein, Sora ist da. Ja, Sora! Sora, na du? Wie ist Tarisland bis jetzt so? Ist okay. Es ist okay, aber ich finde die Kämpfe halt super langweilig, leider. Irgendwie mich sprechen die Kämpfe nicht so an. Don't let your guard down. The battle ahead is going to be tough. Was ist interessant? Na, hey, ich wollte das da noch anlegen. Bin im AFK. Mach das, Lifu, mach das. Let's make it quick. Look, there are Doomsday Apostles among them. Was haben wir denn da eigentlich? Erfrischung! Ah, das stellt Leben wieder her. Okay, da brauche ich nämlich die Heilpotions nicht für.
Ähnlich mit dem WoW-Klon. Ja, ich habe schon auch schon gehört gehabt, dass es wohl viele Leute an WoW erinnert. Ich mag WoW nicht, vielleicht ist es das. Keine Ahnung. Ich finde aber, das Spiel sieht deutlich besser aus als WoW. WoW ist schon echt hässlich. Und definitiv von der Grafik her nicht mehr zeitgemäß. Sorry, you are too late. Ich finde die Kämpfe halt super lame. I don't know. Weiß nicht, was mir an den Kämpfen irgendwie fehlt. Der Wumms oder so. Rejoice too soon. Immerhin kann man hier schießen und angreifen. Schießen und angreifen, genau. Laufen und angreifen gleichzeitig. Immerhin. You must come with me! The Sovereign is about to descend. This ugly, phony city, and all the fools who think they are innocent, will be buried with her! This Julieta, I alone will never betray. It's an eagle badge! We can end it all when we get to the statue of the princess! Get out of here! The Sovereign is about to wake up! We can use that airship. A knight will never abandon fellow warriors. Your Highness, it is our duty to defend our home. Please trust us and evacuate as soon as possible. A knight should fight for justice and righteousness. Mr. Lorne, well, I see your point. For silver lit! Let's go! Was? Das Spiel, das ich als ganz kleiner Knopf schon Leute habe spielen sehen, bevor ich überhaupt wusste, was Videospiele sind, ist optisch nicht auf dem neuesten Stand? Ja, was heißt denn, das hier ist ja auch nicht auf dem neuesten Stand. So. Aber...
weiß nicht. Also ich weiß auch, dass WoW schon mal irgendwie so ein kleines Grafik-Upgrade bekommen hat. Aber es geht ja wo, also es geht irgendwie durch die Add-ons und so halt nicht komplett. Und ich weiß auch nicht. Come on, let's go. Also, ja. Ich glaube, wir sollen einfach nur rausgehen. Okay. Aber hier durch. WoW war halt nie meins. Es hat mich halt vom Kampfsystem nicht angesprochen. Grafisch auch nicht. Von der Story her nicht. Also WoW war halt leider nie meins. Dazu, dass man dann halt monatlich auch noch payen muss. Da war ich halt komplett raus. I'll leave Silver lit to you. Oh wow. Er opfert sich. Cool. So reckless. You're going to get yourself killed. Ist Taris Land free oder was? Ja, ist es free to play. Protect the airship. Also muss ich ihn spielen oder was, hä? Ja, aber er macht schon ordentlich Schaden, ne? Jetzt nicht mehr. Ich kenne mich doch mit dem gar nicht aus. Manu. Aber sorry, er macht die ganze Zeit nur 69 Schaden, ne? Siege Gegner in der Nähe. Okay, hab ich. Wo sind die Balliste? Da hinten. Dahinter ist die Balliste. Aua, aua, aua. I can still fight. Oh, kämpfe bis zum letzten Atemzug. A sick Tata that can barely stand here to face death. Think you can defeat me? Kann ich die einfach kaputt machen? Nee. Kann halt auch nur noch eins machen. Uiuiui. Komm schon. Ich will niemals anonym mit meinem besten Freund in einem Chat sehen, wie die zusammen anfangen, schlechte Witze zu machen.
Das ist der Untergang der Welt. Ja, vor allem, die werden sich halt auch immer noch unterbieten wollen. Gefühlt. Ja, die schaukeln sich nicht hoch, die unterbieten sich die ganze Zeit. Und also, die buddeln einfach dann mit ihren schlechten Witzen einfach so ein Loch in den Erdkern. Weißt du, hier ist jetzt irgendwas richtig Tragisches passiert und so. Der hat sich geopfert, der Dude, und bla und blubdibla. Es kommt bei mir nicht so an. Es kommt bei mir nicht so an, als ob das jetzt ein tragischer Tod war. Es ist... Ich bin noch nicht so überzeugt, bin ich ehrlich. Hamori hat noch was geschrieben gehabt. Dass es an WoW erinnert, liegt daran, dass es entwickelt wurde, weil dort zu Lande WoW nicht rauskam oder so. Und sie so ihre eigene WoW-Version haben wollten. Man erkennt sogar die Einflüsse daraus. Wurde kein Geheimnis gemacht. Ich habe davon, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe WoW nicht wirklich gespielt. Das letzte Mal, wo ich WoW gespielt habe, war 2012, 11 oder so. Nee, WoW habe ich gespielt gehabt, bevor ich Guild Wars gespielt habe. Guild Wars kam 2012 raus, irgendwann 2010 oder 11. Irgendwie so habe ich es mal ausprobiert und festgestellt, nie ist nicht meins. Deswegen, das weiß ich nicht. Seitdem habe ich es auch nie wieder angefasst. Aber ich 6-7. Mensch. Ja nun. I'm fine. Unfortunately, the Blake Dragon escaped. Where is Miss Jaya? Let's go find her. Bester Freund war ja schon ein paar Mal bei Dave. Aber ist bisher nie passiert. Wer ist denn dein bester Freund? Kenne ich den vom Namen her denn auch? Also vom Chatnamen her? Ich habe mit 11 Jahren WoW angefangen. Als Burning Crusade aktuell war. Also das erste Addon. Eieieiei. Und seitdem jedes Addon mindestens einmal zurückgekehrt. Krass. Ja, bei mir ist halt dieses monatliche Pain, finde ich halt. Ich bin lieber jemand, ich bezahle ein Spiel lieber einmal richtig quasi, als dass ich es monatlich zahle, weil ich weiß, dass ich monatlich dann super viel Geld ausgebe. Also, keine Ahnung, wenn ich ein Spiel einmal kaufe, dann bezahle ich da so 50, 60, 70 Euro, okay? Das ist einmalig. Und wenn ich jetzt aber WoW spiele und ich sag mal, oder Final Fantasy, keine Ahnung, und die würden mich jetzt so hooken, dann müsste ich die ja monatlich zahlen und dann spiele ich halt vielleicht, wenn ich ein Jahr spiele, bin ich ja schon bei über 120 Euro. Weil ich glaube, weiß ich gar nicht, was ist deren monatliches Abo? Wie teuer ist das? 12,99 oder sowas? Irgendwie so. Das ist mir halt zu teuer dafür, dass ich halt kein Geld habe. Dr. Psycho Kiwi wäre das. Nee, ich glaube, habe ich höchstens, wenn denn nur bei dir mal im Chat gesehen oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich fänd's cool, würde Microsoft einfach WoW in den Game Pass packen. Ich würde instant wieder anfangen. Oh, wow. Weil für mich auch zu teuer. Ja, irgendwo. Ja,
Ja, so monatliche Kosten sind halt immer blöd. Vor allem eben, wenn man monatlich nicht so viel Geld übrig hat. She is severely wounded. We must bring this lady back to the healing tower now. Lohnt sich hier von 2 eigentlich jetzt schon anzufangen, wenn ich nicht ein Add-on habe, vor allem null Ahnung, wenn ich die holen könnte. Und wieso ist die Klasse, die mich interessiert, in Add-on, weil die später dazu kam wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Klasse das war, aber es gab ein oder zwei Klassen, die halt erst später dazu kamen mit einem Add-on. Ja, und ansonsten hast du halt die ganze Basic-Story quasi und das ganze Basic-Game kannst du halt spielen. Add-ons, also die beiden Add-ons, die ersten beiden, gibt's meistens halt zusammen in einem Pack. Die sind ganz cool, weil sie halt eben den Gleitschirm drinne haben. Das ist das erste Add-on, Out of Thrones. Das hat halt den Gleitschirm, was ziemlich cool ist. Und das zweite Add-on hat halt eben die Reittiere eingeführt. Na, also du bist damit halt dann deutlich schneller unterwegs und sowas. Mich interessiert eine Unterklasse vom Negro. Hat man ein höheres Max-Level oder so? Nö. Stufe 80 ist und bleibt quasi das Maximum. Ja. Das ist und bleibt Maximum. Du kannst auch nicht überleveln, wenn du Level 80 bist und du gehst in ein Level 10 bis 12er Gebiet, dann wirst du an diese Stufe hier halt eben angepasst. Vom Level her. Klar, dein Equipment und so bleibt natürlich immer noch so geil, sag ich mal, was du denn schon hast. Aber du wirst halt angepasst von der Stufe her. Das heißt, du kannst auch nicht überleveln und kannst dann nicht One-Hit einmal durchrennen und alles niederschnetzeln. Und so kann man halt die Karte immer noch gut erkunden und alles. Und die Aufgaben machen. Ja. Also Max Gear etc. kann ich in der Theorie schon farmen, wenn ich nicht irgendwas aus einem Dungeon brauche, den ich nicht rein kann, weil Addon. Es gibt keine Dungeons. Also es gibt die Fraktale. Und sonst? Sonst hast du das, glaube ich, nicht. Also, Guild Wars ist anders als andere MMOs. Da musst du nicht irgendwie 20 Mal irgendwie so ein Dungeon laufen. Also, du hast ja die Fraktalen, aber die werden auch erst wichtig, wenn du sowieso erst, wenn du Stufe 80 bist. Vorher lohnt sich das alles gar nicht. Genauso wie Max-Gear grinden und sowas, das lohnt sich auch erst, wenn du schon durch bist, sozusagen. Also wenn du halt Stufe 80 bist. Was der PvE-Content dann? Naja, halt eben zum Beispiel Fraktale halt, aber erst ab Stufe 80 eben. Der ganze PvE-Content ist erstmal auf Stufe 80 kommen und die Story. Die Story, Leute. Die ist gut in Guild Wars. Und Karte aufdecken. Vor allem wichtig, die Wegmarken. Dass du überall hin und her kommst. Es gibt Weltenbosse, die man machen kann. Es gibt ein bisschen was zu tun, ja. Thanks for all you did for Silverlit.
Gibt es eigentlich sowas wie Arena-PvP? Ja, das ist das normale PvP. Das ist, glaube ich, ein 3 vs. 3. Und da bist du in einer abgeschlossenen Arena. Da hast du aber auch nicht die Ausrüstung, die du im PvE hast. Da hast du eigenständige Ausrüstung. Du kannst dir jetzt einen Charakter erstellen, kannst mit denen ins PvP gehen. Der Charakter ist im PvP direkt Stufe 80. Auch. Also du kannst sofort auch PvP machen, wenn du Bock hast. Die Story ist einmal gemacht und das war's dann. Nein. Nein, nein, nein. Jede Klasse, also beziehungsweise jede Rasse, die du in Guild Wars spielen kannst, hat eine andere Story. Die Story ist pro Rasse komplett unterschiedlich. You have unlocked the Manual of Destiny. Daily goals are refreshed here. Oh, tägliches Gedöns, okay. Tap here to refresh the daily goals, if you'd prefer different ones. Mhm. Complete daily goals to gain activity and claim the responding rewards. Hässliches Spiel nicht, aber ich bin eher der WoW-Spieler. Das bin ich über viele Jahre hinweg einfach gewöhnt. Ja, gut. Destiny Tokens obtained from the Manual of Destiny can be exchanged for development resources in the shop. Wie gesagt, jeder hat ja auch irgendwie sein MMO theoretisch, was ihn eher anspricht. Die einen mögen WoW lieber, die anderen Final Fantasy 14, die anderen wiederum Guild Wars. Ich weiß gar nicht, so. Vielleicht gab es Leute, die halt Tarisland eher feiern. Ne? Oder Neverwinter. Was weiß ich nicht, was es nicht alles noch gibt. Es gibt so viel Stuff. Oder hier, wie heißt es? Black Desert. Black Desert Online. Also es gibt ja schon genug, sag ich mal, MMOs und das, die sind alle irgendwo unterschiedlich und da findet, glaube ich, jeder so seinen Sweet Spot, was er am coolsten findet. Ich passe eh nicht auf bei der Story. Ja, dann brauchst du Guild Wars nicht anfangen, glaube ich, Lifu. Da bin ich ehrlich. Wenn du da so die Story einfach nur durchskippst, dann hast du nicht sehr viel Spaß an dem Spiel. ESO ist ganz nett, aber da fehlen mir wieder die Menschen, die ich kenne, die es spielen. Ja, ESO hatte ich auch mal ausprobiert gehabt, aber das habe ich über Xbox ausprobiert gehabt und das war ein bisschen doof. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Weiß nicht. Aber warum leuchtet das rot? Ich kann auch hier nichts abholen oder so. Ja, das ist auch gut so. Denn es gibt viele tolle MMOs. Es wäre schade, wenn es alles dasselbe spielen würden. Ja, richtig. Richtig. Ah, okay. Hier. Folge unseren offiziellen Konten in Twitchian Medium exklusive Vorteile zu erhalten. Nein. So, ich glaube, wir haben das Tutorial zumindest jetzt durch. Hilfe nach der Katastrophe. 16 Stunden. Warte, bis der Teleportationskreis repariert ist. Der braucht 16 Stunden. Oh, wow.
da hinten ist was. Was auch schon wieder Pausenzeit, ne? Da hat jemand ein fetziges Mount. Wobei das hier cooler aussieht. Ist halt schade, ne? Die hat halt auch dasselbe an wie ich, so. Es ist nicht so viel Individualität. Da, jetzt habe ich das Wort. Davon ist nicht so viel hier, habe ich das Gefühl. Jetzt rede ich ja doch mit dem. So, Quest angenommen. Mal gucken. Das bin ich. Jetzt ist die Frage, kann ich überhaupt noch viel machen? Müsste man mal schauen. Aber dann mache ich erstmal hier eine Pause und dann gucken wir gleich mal, ob ich hier noch irgendwie großartig was machen kann. Oder ob hier jetzt schon wieder Ende Gelände ist. Müssen wir mal schauen. Hier, sie hinter mir hier zum Beispiel, die da, hat halt auch wieder, ne, selbes Outfit an, nur andere Haarfarbe und andere Frisur. Das ist halt schade, dass da nicht so viel unterschiedliche Charaktere, dass es da nicht so viele von gibt. Ist halt irgendwie schade. So. Aber gut. Dann mache ich jetzt erstmal eine ganz kurze Pause. Muss nämlich wieder aufstehen. Rücken tut langsam wieder weh. Und dann schauen wir hier nach der Pause einfach nochmal ein bisschen rein. Ob wir überhaupt was noch machen können, das weiß ich ja nicht. Ich stehe hier direkt im Spawn irgendwie von irgendwelchen Leuten drinnen, ne? Ah. Finden wir doch bestimmt noch einen besseren Platz. Was ist das da? Gutes Gedönsel. So, stellen wir uns hier hin. Passt schon. Und Tala möchte, dass ich einen Schluck trinke. Ich mach das in der Pause, wenn das für dich okay ist. Dann bis gleich.